Charitara und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing-Video. Denn wir haben was Neues tatsächlich bekommen aus dem Hause von den Insiders, nämlich ein neues Huawei-Handy. Es ist seit letztem Monat draußen, nämlich das Huawei P Smart Z, so heißt es genau. Und das haben wir jetzt aktuell frisch bekommen und bedeutet natürlich, wir werden das Ganze für euch testen. Und dann schauen wir mal, was dieses tolle Smartphone so kann. Und wir packen es einfach mal aus. Und uns überrascht natürlich schon mal ein schönes Broschürchen. Aber das ist ein kleiner Leitfaden für mich nur. Wenn ihr auch gerne solche Smartphones testen möchtet, schaut einfach mal vorbei bei den Insiders, also insidersnet.com, und da könnt ihr dann gerne auch mal teilnehmen und auch solche schönen Smartphones, ups, man muss es richtig umhalten, nur bei P Smart Z testen. Seit letztem Monat draußen, das ist hier die Version in Midnight Black, 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Und natürlich auch Dual-SIM-fähig. Ich packe mal den Karton weg, denn der ist nicht mehr so wichtig für heute, aber für später. Und wir machen das Ganze jetzt einmal auf und schauen einfach mal, was da so Schönes drin ist. Auf jeden Fall ein wunderschönes Telefon. Dazu kommen wir gleich. Ich packe es mal euch hier hin. Wir haben natürlich, wie es sich dazu gehört, ein Ladeadapter. Für USB natürlich auf USB-C. Das ist schon mal sehr, sehr gut, denn meine Ladekabel auf der Arbeit sind auch mit USB-C. Und natürlich eine Bedienungsanleitung, eine Nippel für die SIM-Karte und noch was anderer kleiner gelötscht. Aber der ist ja eigentlich nicht so wichtig. Darunter haben wir noch, für die, die es gerne mögen, noch Kopfhörer. Ja, okay. Wer braucht schon Kopfhörer, wenn er es auch woanders hören kann? Über Bluetooth-Boxen beispielsweise etc. Warum mache ich das jetzt zu? Weil ich blöd bin? Was? Nein. Weil ich da später noch was einpacken muss. Aber das nicht für euch. So, kommen wir aber mal zu diesem wunderschönen, riesengroßen Telefon. Das ist... das Display ist 6,59 Zoll groß, mit einer Auflösung von 1340x1080 Pixel mit 391 ppi und natürlich ist ein TFT-LCD-Monitor. Nicht ganz zu vergessen ist hier drin ein Hisinki Kiri 710F mit einer Taktfrequenz von 2,2 GHz. Und auch 4x1,7 GHz, sind zwei Prozessoren verbaut. Und im Großen und Ganzen, wir schauen uns das mal an, es sieht wirklich wertig aus. Ist es tatsächlich auch, wir schauen uns mal die Seiten an, laut, leiser, Anknopf, unten zum Laden und die Kopfhörer. Ja, die linke Seite ist so komplett los, also nichts, das ist natürlich okay. Und oben haben wir dann nochmal, keine Ahnung, was das hier sein soll. Ach so, okay. Hier ist tatsächlich was ganz Besonderes, also falls ihr es sehen könnt, ich gehe da auch mal näher ran mit der Kamera. Das ist ein Feature, das zeige ich euch gleich, was hier hinter sich befindet. Für SIM-Karte, also ist Dual-SIM-fähig, das heißt, ihr könnt zwei SIM-Karten reinpacken oder natürlich auch eine SSD-Karte bis zu 64 GB. Ist intern drin, aber ihr könnt bis zu 512 GB in der MicroSD erweitern. So, wir machen es einfach mal an und schauen mal, was uns mit Huawei so erwartet. Ich will jetzt hier nicht lange um Huawei drumherum sprechen. Ihr wisst ja, ihr habt es hier in den Medien so ein bisschen gehört. Huawei soll Android entzogen werden. Und so weiter und so fort. Ich halte mich da komplett außen vor, denn mir geht das eigentlich nichts an. Wenn da kein Android mehr drauf ist, dann ist das halt so. Aber es sind tatsächlich wirklich klassische tolle Handys, die man auf jeden Fall verwenden sollte. So, wir richten das Ganze mal ein. Ich hoffe, man kann es sehen, genau. Und starten das einfach mal.
Und ihr merkt schon, es ist ein Notch-Free-Display. Das heißt, irgendeine Ränder oder sonst was. Wirklich, wirklich klasse. Und, nein, aus der Google Cloud haben wir auch nichts. Ja, wir können uns dann einmal mit dem WLAN verbinden. Dazu bräuchte ich den Code. Das mache ich jetzt, machen wir jetzt mal schnell. So, dann haben wir das. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Ja, habe es auch richtig. So, natürlich, wenn das Handy natürlich als allererstes gestartet wird, einmal ein Update suchen, ist immer sicherer, denn es gibt für Android-Handys wirklich viele, viele Updates. Und das ist auch gut so. Jetzt können wir uns mit Google anmelden, das ist doch immer was ganz, ganz Gutes. Und nutzen da natürlich die Bestimmungen hinzu. Wie es sich natürlich gehört. Mein Handy ist gerade am Meckern, weil sich jemand angemeldet hat, aber das ist komplett normal. So. Entschuldigung. Der Google Assist. Jo. Nein, das möchte ich jetzt noch nicht. Erstmal noch nicht, nein. Entschuldigung. Und können uns dann mit der Huawei-ID anmelden. Und die habe ich natürlich auch. Wer glaubt es kaum? So, und dann haben wir das auch schon geschafft, mit uns der Huawei-ID anzumelden. Es ist immer so ein bisschen komplex ab und zu, aber das ist nicht so schlimm. Wir machen die Cloud-Sicherung natürlich für alles an. Das ist natürlich umso besser, umso schöner. Und da stimmen wir natürlich auch zu. Wir können einen Fingerdruck einrichten. Und das ist dieser Button hier hinten. Das machen wir einfach mal. Es ist schon wirklich ein großes Handy. Ich mache jetzt mal als Beispiel ein Samsung Galaxy S8. Es ist tatsächlich auch schon ein bisschen größer. Kann man das sehen? Ja, kann man eigentlich sehen. Also, wer große Handys mag, ist, glaube ich, mit einem Huawei tatsächlich auch sehr, sehr gut mit dabei. Fingerabdruck zum Gerät entsperren und dann legen wir jetzt mal einen Sperrpin fest. So, und jetzt müssen wir unseren Finger registrieren. Ist ganz einfach, wir legen den Finger auf den Button drauf und schon haben wir ein bisschen was erreicht. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen den Finger hin und her legen, ein bisschen wölben um die Kante und schon ist der Fingerabdruck registriert. Und das war's schon. Es ist ab und zu ein bisschen hakelig mit Fingerabdruck, aber es ist eine wirklich ganz, ganz gute Sache. Wir aktivieren mal alle Dienste, also wir können das gerne uns alles mal durchlesen, wenn ihr das möchtet. Wir aktivieren alle Dienste und nehmen natürlich auch gerne zur Benutzerfreundlichkeit teil und halten natürlich auch unser Gerät immer auf dem aktuellsten Stand, denn das ist das Wichtigste überhaupt, was wir brauchen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist auf jeden Fall auch ein paar Apps. Kein Wish, kein eBay Kleinanzeigen, das brauchen wir alles nicht. Aber was können wir aufwerten? Wetter können wir gebrauchen, Groupon kann eigentlich auch weg. Unterhaltungsspiele können eigentlich auch runter. Das heißt, wir installieren eigentlich nur erstmal Wetter.com. Das reicht mir tatsächlich jetzt gerade auch erstmal. Aber alles später mit einer ganzen Einrichtung mache ich dann auch. Wenn dann ein bisschen Zeit ist und dann habe ich genug Zeit dafür, das Gerät in Ruhe zu testen und so weiter und so fort. Wir haben natürlich, wenn wir uns das hier mal anschauen, wird natürlich gerade das Wetter installiert. Das ist schön. Google Protection ist auch aktiv und der Standortverlauf ist auch. Nicht genügend Cloud-Speicher. Ist natürlich nicht so schön. Ja, wir haben bereits 5 von 5 GB belegt. Das heißt, da müssten wir dann mal in der Cloud gucken, ob wir da nicht vielleicht noch was rauslöschen könnten.
und Vorschlag auf dem Gerät nutzbare Funktionen können eigentlich auch erstmal raus. Wir schauen uns dann erstmal kurz, also wir haben hier einen 4000 mAh Akku. Der soll auf jeden Fall extrem lange halten für bis zu 28 Stunden Gesprächszeit. In 3 Stunden soll das Ganze auch wieder voll sein. Und ich wollte euch was zeigen. Nämlich die Kamera. Ihr seht ja hier hinten, das sind 2 Linsen mit einem Blitz darunter. Und könnt natürlich auch die Kameramodis wählen und GPS-Tracking machen wir auch aktiv. Hat seinen Grund, damit man das sieht, wo das ist. Wenn man das jetzt so sieht, es sieht eigentlich recht gut aus. Ich bin eigentlich, schauen Sie die Einstellung mal an, mit 16 Megapixel, ja. Ich habe aber gerne 16:9 Bildschirme, beziehungsweise das ist 19,3x9. Und hätte dann auch gerne, ach, das steht hier noch gar nicht drin. Das kannst du nämlich im Video einstellen. Im Video musst du nämlich dann auch nochmal, wobei ich auch FHD mit 60 FPS machen kann. Alles, was größer ist, sieht da nicht so schön aus. Und eigentlich gab es dann auch mal einen Bildstabilisator. Der fehlt mir jetzt gerade. Aber wenn ich jetzt die Kamera drehe, das wollte ich euch allgemein eigentlich mehr zeigen, dann geht hier oben die Linse raus. Und das ist eines der positivsten Sachen, die es beim Huawei Smart P Smart Z gibt. So ist es richtig. Also eine versenkbare Frontkamera, die tatsächlich auch wirklich coole Bilder machen kann. Was gibt es sonst noch, was man zu diesem Handy sagen sollte? Es ist ein Handy, was wirklich, glaube ich, aus meinem ersten Halten in der Hand sehr gut ist, sehr gut verarbeitet, mit einem sehr guten, okay, ist ein Plastikgehäuse, aber wirklich sehr gut verarbeitet. Es ist ein bisschen groß, muss ich wirklich sagen. Besitzt aber die neueste Wi-Fi-Standard mit ABGNAC mit 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 4.2, hat NFC mit dabei, ein USB 2.0 Anschluss, ist natürlich auch mit USB zum Laden, ODG und Traitoring verfügbar und so weiter und so fort. Und natürlich, man kann damit auch LTE surfen und das ist natürlich auch das Wichtigste überhaupt. Nein, das klappt nicht, da ist kein Pressing, gut. Man kann hier auch Bilder wechseln, wenn man es gerne möchte. Kann aber auch entsperren. Müsste ich jetzt einen PIN eingeben, okay. Auf jeden Fall, das Huawei P Smart Z haben wir jetzt in den nächsten Wochen und Monate bei uns hier im Haus. Wenn ihr gerne wissen möchtet oder einige Tests davon gerne uns vorschlagen möchtet, was wir dann machen sollen, schreibt es uns gerne und wir werden das Ganze dann natürlich für euch testen. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit unserer, also habe ich mit unserer kleinen Testwochen mit dem Huawei P Smart Z. Und wenn ihr was da wissen möchtet, schreibt es unten in die Kommentare in unseren sozialen Netzwerken und folgt auch gerne unseren sozialen Netzwerken. Denn da werden wir auf jeden Fall auch einige Bilder und so weiter davon mal posten. In diesem Sinne, viel Spaß und viel Spaß bei unseren weiteren Videos hier bei uns auf dem Kanal und auf unserer Seite.